Das ist Coco, Rottweiler Schäferhundmix, 5 Jahre alt, kastriert. Hallo, liebe Zuschauer, ich bin heute zu Gast im Tierheim in Hannover, das größte Tierheim in ganz Niedersachsen. Und wir haben eben schon den Coco gesehen, das ist eine richtige Wasserratte. Aber jetzt wollen wir natürlich auch noch mehr erfahren. Und wer könnte uns da besser Auskunft geben als die Pflegerin vom Coco, die Sabrina? Sabrina, was für eine Art von Mensch würdest du dir für Coco wünschen? Also Coco möchte gerne entweder ein Pärchen oder eine Einzelperson haben, die viel Zeit für ihn haben, die ebenerdig wohnen und ein bisschen Rottweiler-Erfahrung haben. Warum Rottweiler-Erfahrung? Ja, er ist ja nun mal ein Rottweiler-Schäferhund und wenn es irgendwie dämmerig wird, dann schlägt schon mehr der Rottweiler durch, dass er halt aufpasst, in der Meinung, er musste seine Leute beschützen. Dass man halt da eingreifen kann und ihm sagen kann, hör zu, nicht du beschützt, ich beschütze dich. Oder ich regle das hier, damit man ihnen diese Option ein bisschen wegnimmt. Also ist vielleicht auch eine Familie mit Kindern, ist vielleicht auch nicht ganz so das Richtige für den Coco? Ja, würde ich eher nicht sagen, weil Coco ja auch ein Problem hat mit vielen fremden Menschen. Ist nicht so, dass er jetzt einfach beißt, aber wenn es jetzt vielleicht Kinder sind, die zu Besuch kommen und das nicht so wissen, unsicher sind, dann wird er auch unsicher und dann könnte er durchaus schon mal schnappen. Um das zu vermeiden, natürlich dann lieber eher nicht. Wie sieht es gesundheitlich mit dem Coco aus? Ist da alles in Ordnung oder muss man da auch noch was beachten? Ja, leider auch nicht. Deshalb sitzt er wahrscheinlich auch schon so lange hier. Er hat halt HD, das heißt eine kaputte Hüfte und hat dazu auch noch Sporniose, also einen kaputten Rücken. Er kriegt hier bei uns Medikamente, ein Schmerzmittel einmal im Monat und Canosan, das er jeden Tag ins Futter kriegt. Es ist okay, er kann damit leben. Man sieht ja auch an den Filmen, dass er rumspringt, turnt, wie gesagt, wasserverrückt ist. Und ich denke, wenn er ein Zuhause hat, wird es mit den Schmerzen auch wieder runter sein, weil er hier dann natürlich auch viel mehr Stress hat. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen und sich zutrauen, einen Rottweiler-Schäferhund-Mix, der richtig wasserverliebt ist, bei sich aufzunehmen, dann rufen Sie unter der 0511 9733 980 hier im Tierheim in Hannover an und schauen einfach mal vorbei. Und wenn es mit dem Coco nichts wird, dann wird es vielleicht mit irgendeinem anderen Hund was. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.